Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es geht um das Zwangsupdate und ein Nachfolgevideo zu unserem letzten Fazitvideo. Wie vor unserem Intro gesagt, es geht nochmal, es ist eine Fortsetzung von unserem letzten Fazitvideo Probleme Spaß mit den VW T6 Multivan. Und wir haben so viele Anfragen per Mail, per Facebook erhalten, dass wir jetzt, wie es denn weitergegangen ist, weil wir haben ja gesagt, dass wir ein Update machen müssen oder mussten und wie das jetzt genau abgeht. Es war ein Update und nur mal für euch. Das ist der Ordner und wir nennen ihn jetzt schon Spaß unser Problemordner, weil da sind viele Probleme drin und angefangen hat es irgendwie alles mit dem Update des Motorsteuergeräts. Da das ein sehr technisches Detailvideo wird, wisst ihr, bin ich der völlig Falsche dafür. Deshalb werden wir jetzt die Kamera schwenken und Stefan wird euch so einiges berichten, was wir seit dem letzten Fazitvideo alles so erlebt haben. Ja, so, kommen wir mal zu den Details. Also, es hat das KBA im November 2018 ein Update freigegeben von VW. Dazu gab es eine offizielle Rückrufaktion, die läuft unter der Bezeichnung 23 Zeppelin 7, also 23 Z7. Und dort mussten viele Fahrzeuge von dem VW-Bus der Generation 6, also mit dem Motor 288, davor ist glaube ich auch noch irgendwie eine Zahl, oder beziehungsweise Buchstaben hin und mussten dieses Update machen. Ja, was wir ja festgestellt haben, war leider, dass wir ein bisschen mehr Spritverbrauch hatten, so wie das auf den Internetseiten auch angegeben wird, hat der Wagen nicht mehr so einen guten CO2-Ausstoß, wie er vorher einmal hatte, wie wir ihn gekauft haben. Und ja, wir standen im regen Kontakt mit VW. Leider haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht mit VW. Das muss man leider dazu sagen. Man ist auf unsere Probleme schon eingegangen, das muss man sagen. Also wir haben vom letzten Video gesagt, dass wir eine Probefahrt zulassen. Die sollte 100 Kilometer sein. Das hat der Volkswagen-Vertragshändler auch getan. Also das war gar kein Problem. Es wurde bei dieser Probefahrt ein Verbrauch von offiziell 10,5 Litern festgestellt auf 100 Kilometer. Jo, 10,5 Liter, okay, für so ein großes Auto, denkt man erstmal, könnte vielleicht okay sein. Naja, nun, wir haben halt festgestellt, dass wir ja vorher so um die 7,5 Liter hatten. Und ich sag mal so, wenn man jetzt mal ein bisschen schneller fährt, also ich gebe da nochmal ein paar Toleranzen drauf, dann hat man vielleicht auch mal bis 8,5 Liter verbraucht, wenn man mal mit 140 gefahren ist. Jetzt liegt der Wagen aber leider bei 10,5 Liter, wenn ich 140 fahre. Und wenn ich langsamere fahre, wird es leider auch nicht we viel weniger. Also ja, VW sagt, es ist in der Toleranz. Also das heißt, wir haben da keine Handhabe. Das war ganz klare Aussage davon. Wir haben da auch ein paar Schreiben dazu. Wir können auch die Aussagen von VW dann dementsprechend mal mit einblenden. Das wird der Marcel beim Schnitt des Videos auch machen. Auf jeden Fall hieß es, dass das Ganze im Toleranzbereich liegt. Und ja, somit wurde jetzt auch nichts weiter, was den Spritverbrauch oder dieses Zwangsupdate betrifft, gemacht. Was wir an Möglichkeiten hätten, wäre jetzt natürlich vor Gericht zu ziehen, beziehungsweise das einem Rechtsanwalt natürlich erstmal zu übergeben, um dass der sich das Ganze ja, anguckt. Und dann halt einen Rechtsstreit von, so wie wir es circa, oder beziehungsweise wie wir es jetzt rausgefunden haben, so um die 4 Jahre dauern würde. Ja, das muss halt jeder selber wissen, ob er das machen will oder nicht. Für unsere Wenigkeit in 4 Jahren werden wir dieses Auto nicht mehr fahren. Wir werden das jetzt ungefähr noch ein Jahr haben. Bis dahin, laufen die Verträge und, dann werden wir den Wagen auch abgeben.
Ja, also wir als Kunde von Volkswagen, die wir ein Fahrzeug gekauft haben, sind natürlich über das Ergebnis und den Umgang zu uns ziemlich enttäuscht. Für uns wird es erstmal nicht in Frage kommen, dass wir uns einen neuen Bus kaufen werden. Wir werden da dementsprechend auf andere Hersteller später wechseln, also sprich in einem Jahr. Ich sag mal, für uns hätte es vielleicht, keine Ahnung, wir hätten uns über irgendwelches Entgegenkommen auf jeden Fall gefreut, weil wir sehen es als Kunde, dass das nicht von uns gekommen ist, dass wir dieses Zwangsupdate machen wollen, sondern halt, dass das halt eine Pflichtveranstaltung ist. Sonst hat dieser Wagen nun mal keine Zulassung mehr. Das ist ganz klar geregelt in Deutschland. Wenn ein Fahrzeug die Abgasnorm, in dem Fall geht es um das NOx, um die NOx-Werte, wie ja bei Diesel halt meistens der Fall ist mit diesen ganzen Abgasskandalen, hast du halt keine Chance als Kunde oder auch als, ich sag mal, VW musste es ja auch machen, aber dass es da halt kein Entgegenkommen gibt und auch kein Einsehen, finde ich sehr schade. Für uns bedeutet das auf jeden Fall, wir werden uns zu einer anderen Marke hin orientieren. So entspannt, wie ich hier liege, war die ganze Sache natürlich überhaupt nicht. Also es hat wirklich an unsere Nerven gezerrt, also meistens an Stefan. Er hat sich da meistens drüber aufgeregt. Ich konnte das ganze Thema schon gar nicht mehr hören. Das hat mich dann genervt. Also das ist auch ganz schön, das Zwischenmenschliche geht da ganz schön auseinander, wenn solche Fälle, solche Probleme auftreten. Ich hoffe, oder wir hoffen besser gesagt, dass wir zumindest zum Thema Update einiges jetzt erklären konnten. Wenn wir das immer noch nicht haben, stellt gerne mal Fragen. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, das war noch nicht alles. Wenn ihr unsere Wintercampingtour gesehen habt, da ist noch einiges dazugekommen. Und was das alles war, na Stefan, viel Spaß, darfst du jetzt wieder erklären. Ja, leider haben wir natürlich noch ein paar andere Probleme gehabt seit dem letzten Update. Also es gab ja immer mal wieder Schwierigkeiten mit diversen Sachen wie der Klimaanlage, die nicht richtig gekühlt hat, beziehungsweise schon richtig gekühlt hat, aber mal zu doll und mal zu wenig. Dann hatten wir hinten defektes Steuergerät, wir hatten im Motorraum noch Umlenkrollen und quietschende einen quietschenden Keilrippenriemen, was auch noch behoben wurde und so weiter. Das war alles noch zu Zeiten, da war der Wagen noch keine 2 Jahre alt. Das heißt, das ging dann auch alles auf Werksgarantie. Aber da hat VW auch schon leider ganz schön viel, ich sag mal, beheben müssen an Problemen. Ja, in der Wintertour, wir haben schon immer wieder Probleme gehabt mit unserer Schiebetür. Die Schiebetür ist plötzlich aufgegangen und wieder zugegangen. Also ich führe das jetzt einfach mal vor, dass ich sie wirklich aufmache und zwar so und wieder zumache. So funktioniert das Ganze während der Fahrt plötzlich einfach von alleine. Da haben wir dann ein Beweisvideo drehen müssen, weil VW uns das nicht geglaubt hat. Das haben wir auch getan. Dann hat VW das Ganze geschickt bekommen von unserem Vertragshändler. Die haben sich dann auch darum gekümmert und dann hieß es, dass wir dieses gesamte Mobiliar ausbauen mussten und die gesamte Seite, also sprich diese gesamte Seite an der rechten Seite, wo die ganzen Verkleidungen sind, wurde auseinandergenommen und man hat dann dementsprechend versucht, den Fehler zu finden. Also man hat sich auch Mühe gegeben, das muss ich auch wirklich sagen. Ja, und was bei rausgekommen ist, war, sie haben den Stellmotor getauscht. Seitdem der Stellmotor getauscht ist, sind wir jetzt circa 2500 Kilometer ungefähr gefahren und es ist einmal nochmal wieder aufgetaucht, aber nicht ständig. Ich sage mal so, mit einmal kann ich gut leben, ist nicht so schlimm. Wenn das wieder ständig ist, auf einmal während der Autobahnfahrt, dass das aufgeht oder sowas, dann muss der Wagen wohl nochmal hin. Aber es waren auch noch diverse andere Sachen. Unter anderem war die dritte Bremslichtleuchte undicht. Dadurch ist Wasser eingetreten und hat von innen
die Rückfahrkamera defekt, also kaputt gemacht. Entsprechend sind die Verbindungen nicht mehr da gewesen und plötzlich hatten wir hier eine Fehlermeldung im Radio, dass, also direkt auf dem Display, dass das kann der Marcel, glaube ich, auch einspielen, dass das Kamerasystem oder das Parksystem zurzeit nicht zur Verfügung steht. Ja, das war Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt kurz davor, bevor wir den Wagen abgegeben haben, so konnte VW dann da dementsprechend auch noch nachbessern. Ja, und dann hatten wir noch ein Problem mit der Stellklappen und der Motorverstellung hinten, von der Klimaanlage hinten. Also wir haben so ein paar Zettel hier mit Kostenübernahmen von unserer Zusatzversicherung bei VW, die wir abgeschlossen haben. Also das war ja mit Vertragsbestandteil, dass wir überhaupt so einen Wagen kaufen. Ich bin froh, dass wir das getan haben und dass wir darauf bestanden haben, weil insgesamt alle Rechnungen zusammen, der Marcel, der kann das dann einblenden, waren insgesamt nochmal so circa 1715 Euro und ein paar zerquetschte, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dass ich das zusammengerechnet habe. Und ja, 1715 Euro, ganz ehrlich, möchte ich persönlich für ein noch nicht mal zweieinhalb Jahre altes Fahrzeug nicht schon ausgeben. Also das Ganze, ja, war ein bisschen enttäuschend. Es ist ja von der Qualität her für mein Empfinden, glaube ich, ein bisschen problematisch. Auch wenn man es behoben haben hat oder zumindest das meiste behoben hat, aber ja, ich als Privatkunde müsste das ja bezahlen, wenn ich nicht eine Garantieverlängerung habe. Also meine Empfehlung ganz klar: guckt, dass ihr die 5 Jahre Garantie bekommt, also sprich 3 Jahre Anschlussgarantie zu der originalen Werksgarantie. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ein ungewohntes Bild, ich auf den Fahrersitz, aber ich kann euch schon mal sagen, ich habe den Wagen auch tatsächlich nochmal fahren müssen, weil Stefan da Erkältung hatte, er war nicht ansteckend, er hat das nicht gehabt, was momentan dieses Covid-19, was unterwegs ist. Nein, er hatte eine Erkältung, aber das hat natürlich doch rein. Das heißt, ich musste mal diesen Wagen fahren und eigentlich hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, diesen Wagen zu fahren, weil er ist ja handlich mit den 5 Metern, trotz allem. Tja, ihr habt gehört jetzt, was wir da an Problemen hatten. Wenn ich jetzt mir noch die erste Rechnung dazu mit 2,5, also Pi mal Daumen, hätten wir diese Versicherungen nicht, die Garantieleistung, hätten wir hier schon über 4.000 Euro in diesen Wagen stecken müssen und der ist keine 3 Jahre alt. Das ist ein eigentlich absolutes No-Go. Deshalb haben wir ja entschieden, es wird kein Volkswagen in nächster Zukunft. Das heißt, wir wollen ja weiterhin mobil bleiben, wir wollen auch weiterhin reisen, auch nach Covid-19. Also für euch zur Info, wir drehen das gerade in der Zeit, wo dieser Virus unterwegs ist. Wir machen auch nichts wegen Ausgangssperre. Wir nutzen gerade mal die Zeit, weil wir einkaufen waren und das Video dauert 10 Minuten. Und wir sind unter uns, es ist keiner da. Abstand versuchen wir so gut wie möglich zu halten. Deshalb nur so nebenbei, wann das ist. Und nach dieser ganzen Zeit wollen wir weiterhin reisen. Und da wird es halt ein anderes Mobil. Welches, das wissen wir noch nicht. Ihr habt es vielleicht gesehen, wir gucken uns viele an. Irgendeins davon wird es werden. Was wir aber hoffen für euch, weil an sich, wir wissen, dass die VW Multivans, diese Bullis, die haben eine gute Tradition. Das macht auch immer Spaß, die Fahrzeuge zu sehen. Und das sind besondere Fahrzeuge, das muss man einfach sagen. Und die Wendigkeit, die ich jetzt selber gemerkt habe, die auch Stefan immer wieder mag, man kann in Parkhäuser fahren, die Fahrzeuge haben was Besonderes. Und deshalb hoffen wir, dass wir eigentlich fast eine Ausnahme sind, dass wir halt diese Probleme haben und vielleicht wir die Einzigsten sind und ihr nicht. Wenn doch, drücken wir euch die Daumen, dass ihr die Probleme auch gelöst bekommt. Aber wir wünschen euch natürlich, dass ihr immer keine Probleme mit den Fahrzeugen habt. Es ist immer mal was, das wäre es mal. Es ist ein Fahrzeug, ist ja irgendwie auch fast schon ein Lebewesen teilweise. Das hat immer kleine Maläschen, aber nicht, dass ihr solche Maläschen bekommt wie wir. Und wir hoffen, wir konnten euch irgendwie helfen und konnten Fragen beantworten. Wenn nicht, schreibt gerne in die Kommentare. Wir versuchen dann weitere Fragen, die ihr habt, zu beantworten. Aber das, denke mal, soll es erstmal gewesen sein mit den Problemen vom VW T6. Ich klopfe auf Holz, dass wir kein weiteres Fazitvideo dazu drehen müssen. Wenn doch, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare.
Ja, bleibt uns nichts anderes jetzt noch zu sagen als allzeit immer gute Fahrt. Genießt die Zeit mit den Fahrzeugen, egal was ihr fahrt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja, abonniert unseren Kanal, teilt das Video, damit auch so viele wie möglich davon was haben, die vielleicht auch, ich sag mal, sich ein Fahrzeug kaufen möchten, damit man schon mal ungefähr weiß, was vielleicht auf einen zukommen könnte. Und ja, ansonsten sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Folge von Kreuzfahrtbulli. Tschüss! Und nicht zu vergessen, bleibt gesund!